Liebe Ludwigsburgerinnen, liebe Ludwigsburger, wir sind heute zusammen, weil wir uns sorgen, weil wir uns Gedanken machen um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Im Vorfeld wurde in der Presse, im Regierungspräsidium und auch beim Landkreis diskutiert, ob ich hier als Privatperson oder als Oberbürgermeister auftrete. Mir ist es ehrlich gesagt relativ wurscht, weil ich ganz ehrlich sage, ich stehe hier, um neutral an alle Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger zu sprechen. Und wenn Sie wollen, bin ich Matthias Knecht und Sie wissen gleichzeitig auch Ihr Oberbürgermeister. Wir machen uns Sorgen um diese Stadt, wir machen uns Sorgen um viele Städte im Land, wir machen uns Sorgen um das Miteinander, wir machen uns Sorgen um das Gemeinsame. Insofern, liebe Frau Gericke, darf ich neben dem großen Dank an Sie und Ihre Bündnispartnerinnen insbesondere auch betonen, dass wir natürlich dieses Miteinander, das Sie betont haben, hier auch heute alle, und es gilt allen Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern und auch den Gästen hier auf dem Marktplatz, natürlich im Sinne einer ausgestreckten Hand entgegenbringen wollen. Wir haben aber natürlich auch einen Grund, warum wir hier zusammenkommen, weil wir nämlich seit jetzt ziemlich genau 2 Jahren gegen eine Pandemie kämpfen, mit allem Einsatz, mit dem Einsatz vieler Kräfte im Gesundheitswesen. Da geht ein ausdrückliches Dankeschön an unser Krankenhaus, an die Ärztinnen und Ärzte, an die Niedergelassenen, an die Krankenschwestern, auch an die Rettungsdienste. Sie sind alle an der Grenze. Herzlichen Dank. Der Dank geht aber auch an Polizei und kommunalen Ordnungsdienst. Die machen heute hier wieder Einsatz, wo sie viele andere Dinge auch tun könnten. Heute beschäftigen wir sie. An vielen anderen Tagen sind sie durch andere Aufgaben in der Corona-Pandemie beschäftigt, sowohl städtischer Ordnungsdienst als auch Polizei. Herzlichen Dank für Ihren großartigen Einsatz. Wir denken aber auch an die, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, zum Beispiel an die Unternehmen der Daseinsvorsorge. Jemand, der für Gas, Wasser, Strom in der Pandemie sorgen muss, der schaut, dass natürlich auch das öffentliche Leben hier weiter vor sich gehen kann, die mit umständlichen Einsatzplänen, mit zweiten, dritten, vierten Schichten gearbeitet haben, heute noch arbeiten, insbesondere jetzt natürlich auch von der sehr ansteckenden, vielleicht nicht ganz so im Ausmaß dramatischen Omikron-Variante betroffen. Aber das betrifft natürlich insbesondere die Versorger, allen Unternehmen, die dort tätig sind, einen ganz herzlichen Dank. Und ich darf Danke sagen all denen, die beispielsweise im Corona-Krisenstab der Stadt, in der Arbeitsgemeinschaft Impfen und Testen der Stadt zusammen mit Ärztinnen und Ärzten im Landkreis, mit dem Gesundheitsamt. Ein großes Dankeschön an unseren Landrat und auch an Frau Dr. Stark, die Leiterin des Gesundheitsamtes, wie Sie alle bei diesen Themen mit uns zusammenarbeiten, in den Stäben, im täglichen Arbeiten. Auch das ist ein Zeichen in den Kreis, in die Stadt hinein. Herzlichen Dank. Und nachdem Dank natürlich unendlich sein könnte, muss er jetzt bemessen werden. Ein letztes Dank all Ihnen. Das sind Menschen hier auf dem Platz, das sind aber auch Menschen, die heute zu Hause geblieben sind, die in Hospizen, in Krankenhäusern, in Vereinen insbesondere, die Vereine haben sehr gelitten unter der Corona-Pandemie, in Institutionen des Gesundheitswesens, privat als Ehrenamtliche Arbeit tun. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihren riesigen Einsatz in der Pandemie. Und wenn wir heute hier zusammenkommen, dann kämpfen wir auch für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen hier in der Stadt, für die, die teilweise am Existenz,
ich sag mal, an der Existenzgrenze zumindest teilweise sind, die teilweise gut unterstützt sind von staatlichen Geldern, die teilweise aber trotzdem vehement in Anspruch genommen und auch von wirtschaftlicher Insolvenz bedroht sind. Auch denen gilt Dank für Einsatz, aber gleichzeitig auch unser Versprechen. Und deswegen sind wir auch hier, nicht nur wegen des Gesundheits- und Infektionsschutzes, nicht nur, weil wir uns für Themen wie Impfen, Maske tragen und Testen positionieren wollen, sondern auch dafür, dass die Wirtschaft unserer Stadt, dass insgesamt unsere Stadt auch diese Pandemie, diese Krise gut übersteht und danach auch weiterhin eine Stadt mit Lebenswert, mit Aufenthaltsqualität bleibt. Lassen Sie mich einige Sätze an die richten, die an anderen Tagen hier demonstrieren, spazieren gehen oder auch vielleicht im Kleinen mit einem Mail an den Oberbürgermeister oder mit leider nicht ganz den Ton wahrenden Meldungen in den sozialen Medien ihre Fragen in dieser Pandemie ausdrücken. Ihnen darf ich sagen, aber das darf ich, glaube ich, allen sagen. Wir, und mit wir meine ich Bund, Land, Landkreis und Stadt, waren nie perfekt in dieser Krise. Wir haben Fehler gemacht, definitiv. Manche Sachen gingen zu schnell, manche zu langsam. Manche waren gut austariert, andere waren, und da kann insbesondere der Einzelhandel oder auch die Gastronomie ein Lied davon singen, auch die Vereine, nicht rechtlich ausgewogen, wurden aber trotzdem veröffentlicht. Das heißt, Fragen in dieser Pandemie, Kritik, Äußerungen, die sagen, manches hätte besser laufen können, da kann man doch gar nicht widersprechen. Das stimmt. Ihnen kann man sagen, natürlich, und das gilt auch für diejenigen, die hier im Rund sind, die sagen, wir stehen grundsätzlich zu den staatlichen Corona-Maßnahmen. Auch bei diesen, auch bei mir selbst, sind natürlich Fragen da. Aber dort, wo die Grenze überschritten wird, da werden Sie von uns, von staatlicher Seite, aber auch von all den Menschen, die hier gemeinsam sich für diese Maßnahmen positionieren, eine klare Kante, eine klare Grenze erkennen, nämlich dort, wo beispielsweise, Frau Gericke hat es vorher beschrieben, ins Private hinein agiert wird, wo familiäres Umfeld, wo Politikerinnen, Politiker zu Hause bedroht werden, da muss Staat mit aller Macht dagegen vorgehen und Einhalt gebieten. Das kann nicht sein. Ja. Und es gilt auch dort, wo Maßnahmen, die in einem Ringen um die Bekämpfung der Pandemie jetzt sich als erfolgreich, zumindest im Wesentlichen als erfolgreich gezeigt haben, in Abrede gestellt werden, verunglimpft werden, durch den Kakao gezogen werden und als nicht wirksam dargestellt werden. Es ist keine Weltverschwörung, dass Impfstoffe uns momentan die höchste Sicherheit bringen. Das ist Realität und das müssen wir akzeptieren bei aller Kritik an einzelnen Dingen. Ja. Und das gilt auch für Dinge wie Maske tragen und Abstand halten. Ich meine natürlich, was glauben Sie, wie wir gerne Menschen um den Hals fallen würden, wie wir gerne im Sportverein einfach wieder Sport treiben, in ein Konzert gehen würden, ohne Maske, ohne Einschränkungen, das Forum gerne mit 1300 Menschen statt nur mit 500 oder 300 füllen würden. Aber wir tun das doch nicht, um hier Gesellschaft auszugrenzen oder Gesellschaft zu verhindern, sondern wir tun es zum Gesundheitsschutz unsere Gesellschaft. Und ich glaube, so könnte man hier lange weiter fortsetzen. Mir geht es noch um eines. Ich will ja auch, es gibt genug weitere Rednerinnen und Redner, nicht alles vorwegnehmen. Mir geht es noch um eines. Und da ist heute Morgen von Professorin Kollege Pausch ein schöner Artikel in der Ludwigsburger Kreiszeitung. Wir sind hier in unseren Grundrechten nicht gefährdet, sondern wir haben eine exzellent arbeitende Jurisprudenz.
Wir haben Gerichte in Deutschland, um die uns viele beneiden. Und ich sage es auch mal, sagen wir mal, aus Sicht desjenigen, der die eine oder andere Maßnahme erlassen hat, die dann von Gerichten kassiert wurde. Sie sind hier geschützt wie in wenigen Gebieten dieser Erde. Das Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte seit 1949. Und das Grundgesetz ist nicht außer Kraft. Das Grundgesetz wirkt Tag für Tag. Ja, und jetzt nochmal zum Abschluss zum sozialen Zusammenhalt. Lassen Sie uns dennoch denjenigen die Hand reichen, die, ich betone, friedlich, ohne Gewalt, ohne Verschwurbelungstheorien oder ohne Verschwörungstheorien mit uns in die Diskussion gehen. Denen reichen wir die Hand, mit denen sprechen wir, weil wir brauchen alle hier in Ludwigsburg, die sich diesem gemeinsamen Grundkonsens verschrieben haben, um die Zukunft der Stadt während und vielleicht auch irgendwann mal nach der Krise miteinander zu gestalten. Herzlichen Dank und einen guten Samstag Ihnen noch.